Die Linke interessiert sich dafür, wie es den ganz normalen Menschen geht. Es gibt Leute, die können von ihrer Arbeit nicht leben. Das Einkommen reicht nicht bis zum Ende des Monats. Darunter leiden ganz besonders die Kinder. Jedes fünfte Kind in Hessen lebt in einer armen Familie. Das ist ein Skandal und das muss geändert werden. Im nächsten Landtag wollen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Elternbeiträge in den Kindertagesstätten vollständig abgeschafft werden. Wir brauchen Ganztagsschulen und wir brauchen eine Lernmittelfreiheit, die tatsächlich existiert, wo Eltern nichts mehr zu zahlen müssen. Natürlich muss sich auch die Situation der Eltern verbessern. Der Mindestlohn muss auf 12 Euro erhöht werden, Minijobs und Leiharbeit müssen abgeschafft werden. Die Landesregierung muss auf Bundesebene dafür sorgen, dass es eine Kindergrundsicherung gibt, sodass kein Kind weniger als das Existenzminimum zur Verfügung hat. Am 28.10. Die Linke wählen.